So, und damit ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video von Linux Windows Mac Hilfe. Heute fahren wir wieder mit der wunderbaren Linie 33 von der Halleschle Uniklinik nach Aachen Rote Erde bzw. Bahnhof Rote Erde. Und wir haben noch etwa 3 Minuten. Wir lassen aber trotzdem schon mal die Fahrgäste rein. Würden wahrscheinlich Verfrühung anzeigen, aber ja, ich sag mal, was soll ich sonst machen, ne? Machen wir erstmal kurz den Motor aus und gehen doch erstmal hier ganz kurz raus, ne? An die frische Luft, würde ich sagen. Und da kommt nämlich hier auch schon der andere. Hallo Kollege. Kommt der jetzt echt nicht durch, weil ich da stehe? Echt jetzt? Was? Kann das jetzt echt sein? Ja, doch, ne? Wobei, ich muss mich korrigieren. Ich fahre die Linie 73. Hehe, nicht die Linie 33, wie ich ursprünglich wollte. Aber, das macht auch nichts. Wenn ich nämlich hier im Anhang gucke, ich habe ja noch einen zweiten Monitor hier, dann sehe ich sowieso, dass Bahnhof Rote Erde bei Linie 33 ist gar nichts eingetragen, auch wenn ich fahren konnte. Aber Bahnhof Rote Erde ist bei Linie 73 eingetragen. Keine Ahnung, warum da was eingetragen ist und da nicht. Das, ja, das weiß, glaube ich, wissen nur die Götter. Ja, ihr könnt mir ganz gerne auch in die Kommentare schreiben, ob euch das Setting, wie es jetzt ist, so gefällt oder ob ihr sehr sagt, na, es ist jetzt nicht so wirklich das Wahre. Ja, ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, was mir jetzt aber auffällt, trotzdem ein Gigabyte Patch, den ich installiert habe, läuft das Ganze mit Aachen, habe ich so den Eindruck, nicht hundertprozentig sauber. Machen wir schon mal die Tür zu. Und setz halt zurück. Wenn der so große Probleme hat beim Reinfahren. Ich habe echt schon vieles gesehen, aber solche Busfahrer echt noch nie. Nein. Machen wir mal kurz hier die Tür auf, schnell. Wenn keiner mehr einsteigen will, dann fahren wir halt ab. Worringer Weg, da stimmt es schon mal ausnahmsweise. Hallo. Den Ticketverkauf habe ich übrigens auch aktiviert. Also falls ein oder andere fragt, ja, ist der Ticketverkauf aktiviert? Ja, ist er. Und wichtig noch anzumerken, die Tür kann man während der Fahrt aufmachen, aber wenn ich die Tür jetzt so aufmache, okay, doch, also die haben keine Sperre drin. Es gibt aber Busse, wie jetzt die von Morphe zum Beispiel, also die mit Morphe Soundpack gemerkt, die haben eine Türsperre drin, da kann ich gar nicht wegfahren, wenn was ist. Bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir die Karte wirklich sehr, sehr gut. Also wirklich toll. Außer, dass ich im letzten Stream, hätte ich fast gesagt, im letzten Spiel gefailt habe. Bin ich mal falsch abgebogen, aber das wird mir jetzt hier nicht mehr passieren.
Meine ich es jetzt gerade oder war das Funk? Ihr könnt mich gern korrigieren, aber das war doch halt eben Funkverkehr, oder? Okay, das macht Aachen echt interessant. Also, jetzt im Vergleich zu Hamburg Tag und Nacht. So ein Funkverkehrchen im Bus, das ist schon... Aber ich kann mich auch echt irren. Okay, ich will keinen nach außen rein, ne? Einsteigen bitte. Hallo. Hallo. Naja, aber das war wirklich vorher, glaube ich, ein Funkspruch. Was mir nur gefiel, war dieses Beep am Ende. Also, es gibt ja den Digitalfunk und den offenen Funk, glaube ich, in den Bussen. Soweit ich weiß. Jojo, jetzt sind wir ja auch gleich da wieder, ne? Den halt zumachen. Wollt ihr nicht rein oder was? Eben, sag ich doch. Na, du musst ja nicht zu zittern, Junge. Der Wagen ist schon geheizt. Hallo. Einmal Schüler, bitte. Einmal Schülerticket. Oh, und noch, war noch ein alter Zehner, ne? Können Sie mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Ja, immer mit der Ruhe, Kind. Du kriegst erstmal 5, dann 50. Und 2, 4, 6, 8. Auf der Höhe. Ja, so, ne? So, jetzt geradeaus für mich, ne? Ich bin ja von dort gekommen, ne? Aber das wäre falsch, weil ich bin ja eben hier die 73, ne? Weh, ich habe jetzt wie eine Haltestelle übersehen, aber ich meine sie nicht. Weil sehe, da vorne geht es gleich weiter. Jetzt gehen wir mal ordentlich Tempo hier auf der Strecke, wo ich kann. Ne? Nicht hier aufs Ding gucke, ich bin wunderbar in der Zeit. Das ist wirklich tipptopp, ohne große Schwierigkeiten. Aber ich muss glaube ich rüber, ne, gell? Ja. Weil das ist ja glaube ich. Das ist vielleicht der Gegenverkehr, ich hoffe es zumindest nicht. Ich hätte doch auf der Stelle bleiben können, ne? Na gut, wie dem auch sei, ne?
Und kommt hier was? Ah, eben, gell? Ich wollte mich schon sagen, kommt dann Hallo. Noch was? Hallo. Ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch noch sonst noch so wünscht. Was ich noch als Add-on mir jetzt gekauft habe, ist, ja, ich kaufe gerade sehr, sehr viel, fällt mir auf. Ist Berlin X10 habe ich mir jetzt gekauft, allerdings hat der Bus, ich weiß nicht warum, einige Texturprobleme. Also wenn ich ihn zum Beispiel in, wo ist das, nicht in Telto, doch, in Telto starte, dann, naja, ist mal der ganze Bus zwar nicht weiß, aber wenn ich, also sagen wir es mal so, der Bus sieht super aus, aber das hier ist alles weiß. Eine Kurzstrecke willst du, kein Problem. So. Sorry. Also 50. Und das sind halt so Sachen, wo ich mich halt so frage. Was? Hä? Wieso? Wie kommt das zustande? Also da war ich vielleicht noch um ein Feedback dankbar. Also beziehungsweise um Hilfestellung. Ich könnte hier natürlich auch mit einem Gelenkbus durch, aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Oder ich mache hier eine Umfrage. Hier ist 30, liebe Leute, nicht 100 und noch nicht 50. Soll ich mal mit einem Gelenkbus hier durch die Gegend düsen? Einfach ab damit unten in die Kommentare oder beziehungsweise hier oben abstimmen. Wobei abgestimmt wird eigentlich mehr zum Teil als Kommentare geschrieben werden. Ja, sorry, dass ich andauernd im Gesicht rumfasse, aber mich beißt es einfach andauernd. Ich habe das Gefühl, dieses Waschmittel wohl nicht vertrage mehr richtig. Sonst kann ich mir das echt nicht erklären, dass es mich hier überall beißt wie Heu. Guten Tag. Guten Morgen. Morgen, ihr beiden. Morgen. Eine Tageskarte, bitte. Gerade zwei 10-Euro-Scheine, zwei 5-Euro-Scheine, sorry. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ja, ja, immer gemächtig, bitte, ja? Entschuldigung. Ich muss hier gerade selber, hier Tageskarte. Entschuldigung. Ja, jetzt. 10 und 4. Gerne. Geht doch. Immer dieses Rumgemotze und Rumgemeckere, hey, wollen Sie das nächste Mal auch eine Fahrkarte einfach am Automaten erstellen? Das hat er keinen, hahaha. Ja, ja. Ja, merkt, ich bin ein bisschen müde, aber ich fahre an der Ruhrstraße. Das heißt nicht, dass ich unkonzentriert bin. Ich habe natürlich hier mal obligatorisches Wasser, was es aktuell halt leer ist, aber normal wäre da halt mein Mineralwasser drin. Und was wir auch noch zugelegt haben, ist den Busbetriebssimulator, wo ich auch noch einige Videos abdrehen werde. Also könnte ich wirklich jetzt auf die nächsten Monate mal mit gefühlt Omsi-Power einstellen. Also da wird es wirklich massig Omsi-Videos geben. Und da könnt ihr euch wirklich mal auf etwas freuen. Warten wir mal ganz kurz, bis der VW-Bus hier weg ist und dann können wir eigentlich auch schon, genau, wenn der nämlich weg ist, kann ich nämlich hier hin, ne? Einsteigen bitte. Guten Morgen. Schönen guten Tag. Guten Tag.
Ich höre übrigens immer noch 30, weil ich mir auf nicht sicher bin, kann ich jetzt schneller fahren oder nicht? Es ist nirgendwo dieses Schild aufgehoben. Nirgendwo. Westbahnhof. Nachschub bitte. Aachen West, seht ihr hier? Also für das, dass hier der Westbahnhof ist, erstaunlich wenig Leute. Findet ihr nicht auch? Was ist denn hinter mir? Ein? Undefinierbare Schrift. Gucken wir mal, genau. Na, wir wollen ja... Wir wollen ja diesmal auch richtig fahren, ne? Audi Max. Ja, unser lieber Audi Max. Hey, da vorne ist die Haltestelle. Nochmal trotzdem mit Tür auf hier. Eins sagen wir da. Hallo. Hallo. Kein Fahrschein? Nichts? Die Leute sind schon wählerisch heute. Naja. Warten aber noch ganz kurz ein paar Sekunden, bis da vielleicht 1,5 steht, weil zu früh will ich nicht losfahren. Falls euch für den Simulator interessiert, der Simulator kostet bei Aerosoft 16,77 Euro aktuell. Download-Version, die ich habe, ist über Steam aktivierbar. Und den mit der ollen Pappschachtel, mit Klopapier natürlich immer mit drin, kostet es 21 Euro. Also von daher, ja, Preise sind ohne Mehrwertsteuer noch ganz wichtig zu sagen. Und bis jetzt bin ich wirklich vom Entwickler Tobias Müller, der das ja programmiert hat, zufrieden. Außer ein Kritikpunkt. Bitte bessere Ansagen, die gehen. Also, sagen wir mal so, die erwarte ich in einem kostenlosen Spiel, aber in einem Payback-on, ja. Jo, warte mal noch ganz kurz. Und eben, also ich habe hier wirklich verschiedene Linien eben Die eine Linie, die wir jetzt gefahren sind, ist eben Bahnhof Rotenerde, beziehungsweise die Uniklinik zum Bahnhof Rotenerde. Was ich dann auch wahrscheinlich als nächste Linie fahren werde, ist Aachen Bushof zur Uniklinik und zurück. Und dann kommt die Linie 33 mit verschiedenen Sachen, also da kommen noch einige Videos auf euch zu, also da könnt ihr wirklich mal gespannt sein. Bei Berlin X10, da kommen massig Videos, also da kann ich jetzt schon versprechen, das sind so viele Linien dabei, die wirklich super sind, außer dass das IMAX-Ding-System da, finde ich, zum Bedienen, ja, so ein moderner Computer hätte es auch getan, aber gut, es ist halt die Zeit damals, oder eben, was heißt die Zeit, BVG ist langsam im Umrüsten, habe ich so das Gefühl, was das angeht, und ja, das ist halt jetzt wirklich schön. Jetzt fahren wir auch weiter. Komm ich rüber. Dankeschön, das ist nicht rüber. Sehr schön. Wandtor.